21. Spieltag, brisantes bayerisches Derby im Kurt-Frenzel-Stadion. Die Augsburger Panther, 10 Niederlagen, 10 Nullnummern in Folge. Trainer Ted Dent entlassen. Larry Mitchell, der Sportdirektor, übernimmt als Interimscoach. Und das im Spiel gegen die Straubing Tigers, die ihre letzten 7 Auswärtsspiele allesamt gewonnen haben. Die Augsburger Panther in den roten Trikots mit der ersten Top-Möglichkeit in der 7. Minute. DJ Bastecker, der nicht vorbeikommt an Florian Bugel, der im Tor der Straubinger wieder reinrotiert ist anstelle von McIntyre. Schöner Spielzug der Augsburger, die von Mitchell befeuert unbedingt wieder gewinnen wollen. Die Schlussphase des ersten Drittels. Da läuft die Scheibe nochmal richtig gut bei Augsburg. Am Ende ist aber wieder Bugel zur Stelle, diesmal gegen Anthony Lewis. Ein Spiel ohne die ganz großen Highlights und vor allem ohne Tore. Tom Pokel hat viel zu notieren, 0:0 nach den ersten 20 Minuten. Das zweite Drittel, Augsburg von hinten raus mit den beiden Elias-Brüdern auf dem Eis. Und dann heißt es auf einmal 1:0. Der Urschrei von Alex Oblinger. Er wohl der Torschütze. Erst bringt Moritz Elias die Scheibe hinten raus. Und dann ist es Florian Elias, der Oblinger anschießt. So zumindest sagt es Oblinger bei uns im Interview. Und ein paar Minuten später wieder die gleiche Reihe auf dem Eis. Und wieder klingelt's. Diesmal Oblinger sicher der Torschütze. 31. Minute. Moritz Elias erkämpft die Scheibe. Florian bleibt einmal hängen. Und dann trifft er den Schlittschuh von Oblinger. Von da geht die Scheibe rein. Schiedsrichter checken das Ganze nochmal per Videobeweis. Torhüterbehinderung, ja oder nein, entscheiden. Nein, liegt nicht vor. Treffer zählt. Augsburg, ja. Lange, lange nicht mehr in Führung gelegen. Jetzt sogar 2 Tore vorn. Aber Straubing kommt jetzt auch ein Spiel. Samanski, Lippon, tolles, schnelles Zusammenspiel. Und zack, bumm, heißt es nur noch 2:1. 35. Minute. Das ist die individuelle Klasse von Joshua Samanski, der sich über die letzten Jahre so phänomenal entwickelt hat. Ein super spannendes Spiel also. 2:1 vor dem Schlussabschnitt. Und da drücken dann wieder die Augsburger. Das ist DJ Bastecker. 3:1. Was für ein tolles Tor. Hier setzt er sich durch gegen 2 Mann an der Bande. Und dann bereitet ihm Teamkollege Cody Kunig den Weg. Der hebt einmal cool das Bein. Und Bugel sieht nichts. Und wenig später fasst das 4:1 für Augsburg. Thomas Schemmitsch, er zurück nach 3 Spielen Sperre, trifft hier nur die Latte. Der Verteidiger mit ordentlich viel Eiszeit. Wir springen in die Schlussphase der Partie. 6 Minuten noch zu spielen. Augsburg mit Anthony Lewis. Kopf einmal kurz hoch und dann klingelt's. Entscheidung. 4:1. Cody Koenig. Sensationelle Vorarbeit. Erst wackelt Lewis 2 Gegner aus und dann spielt er so einen maßgenauen Pass und wir gehen rein. Nach dem ersten Sieg, nach 10 Niederlagen in Folge für Augsburg, in die Analyse von Larry Mitchell. Ich glaube, das Wichtigste überhaupt ist diese Leidenschaft, diesen Kampfgeist, diesen Zusammenhalt, was die an den Tag gelegt haben. Und ich glaube, das ist das A und O für uns, ist Überkampf und Einsatz. Und wie gesagt, diese Leidenschaft ist zurückgekehrt. Und das war das Wichtigste, glaube ich, heute. Also ich muss sagen, aus meiner Sicht dachte ich, hatten wir schon ein paar gute Chancen vorne kreiert. Vor allem, ich hatte ein paar Schussmöglichkeiten, wo ich vielleicht das Ding ein bisschen höher schießen muss, ein Tor zu machen. Ja, es ist ein schwieriges Spiel. Augsburg feuert ihren Trainer. Wir wussten, dass sie auf jeden Fall härter kommen wie die Spiele davor. Ich muss auch sagen, dafür, dass ein Team 10 Spiele hintereinander verliert, die Kulisse war echt gut dabei. Es war super Stimmung und das Spiel müssen wir gewinnen. Das sind 3 wichtige Punkte für uns, da gibt es keine Ausreden. Umgekehrte Welt also in Augsburg.
Die Panther feiern den ersten Sieg nach 10 Niederlagen in Folge und die Straubinger Auswärtsserie, die ist erstmal gerissen. Live bei Magenta Sport.